Hallo Leute, der Sorero hier. Willkommen zum Grundlagenvideo. Das Thema habt ihr gerade schon gesehen. Ich möchte eine kurze Einführung geben, denn ich würde mich freuen, wenn es dir hilft, dass du mir ein Like da lässt. Wenn du das Video gesehen hast und es dazu führt, dass du besser wirst, gerne ein Like da lassen. Wenn du Fragen hast, schreib sie in die Kommentare, dann kann ich sie beantworten. Oder vielleicht auch jemand anders beantworten. Und wenn es dir gefällt und du mich unterstützen willst, dann ist der einfachste Weg, ein Like dazulassen. Der nächste Weg wäre ein Abo. Einfach den Kanal abonnieren. Das hilft mir, dass der Kanal wächst und dass vielleicht auch mehr Leute auf den Kanal aufmerksam werden. Du kannst auch gerne weiter sagen, dass anderen Leuten sagen, ey, guck mal, cooles Tutorial, schau dir das mal an. Das hat mir sehr geholfen. Und in der Beschreibung ist auch ein Hinweis, wie du mich unterstützen kannst, wenn du das willst. So, jetzt steigen wir aber gleich ein mit dem Thema. Los geht's. Viel Spaß. Und da geht's los mit einem weiteren Tutorial. Diesmal das Thema, wie richte ich möglichst schnell möglichst viel Schaden beim Gegner an? Und gleichzeitig natürlich, wie sorge ich dafür, dass ein Gegner möglichst wenig Schaden bei mir macht? Das Thema ist relativ komplex und natürlich sehr situationsabhängig, ganz klar. Ich hoffe, das versteht jeder. Trotzdem gibt es ein paar Tipps und Tricks, die man berücksichtigen sollte. Und ihr habt das vielleicht am Anfang schon gesehen. Ich weiß nicht, ob euch das genau aufgefallen ist, aber diese Anfangsszene, die werde ich noch ein paar Mal zeigen, weil man da ein paar Sachen beachten kann, die ich versucht habe zu machen und die der Gegner versucht hat, nicht zu machen. Vielleicht, weil er es nicht wusste, vielleicht hat er nicht dran gedacht, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall interessant. Grundsätzlich haben wir ja Waffen und ich bin hier in einem Thunderbolt unterwegs, in einem Top Dog. Ich habe 8 Medium Pulse Laser drin. Wir werden aber maximal 4 benutzen und ich sehe gerade, da war die Zuordnung nicht richtig. So, also ich werde immer nur mit der linken Maustaste schießen, also mit der 1 schießen, sonst werde ich nicht schießen. Und ich möchte ja zuerst mal da versuchen zu erklären, wie man möglichst viel Schaden bei dem Gegner macht. Wobei das eigentlich gar nicht das Ziel ist. Also das Ziel im Normalfall ist es gar nicht, möglichst viel Schaden bei dem Gegner zu machen, sondern den Gegner möglichst schnell zu erledigen. Und jetzt denkt man, naja, das ist doch dasselbe. Aber das stimmt nicht. Das ist ein ja tatsächlich sehr deutlicher Unterschied. Und den möchte ich euch mal zeigen. Und dafür habe ich mir hier diesen Jägermech JM6DD geholt. Bin in River City im Testing Grounds, also wir können hier ganz in Ruhe agieren. Und den kennt ihr schon, hier habe ich das Bewegungstutorial gemacht. Ja, da bin ich hier dann von hier hinten gekommen, da-da-dam, ja, so hier rum. Und da habe ich euch gezeigt, ja, Bewegung und dann hier halt da lang, schießen und weiter. So, das ist heute nicht Thema. Wenn ihr das gucken wollt, schaut euch das gerne an. Heute ist das Thema, wie kriege ich diesen Typen hier möglichst schnell klein? Ja, und zwar nehme ich nur linke Maustaste und möchte einfach mal, ich schieße jetzt einfach mal und wir zählen mal mit, wie oft ich schießen muss, bis der umfällt. Okay? Also. Einmal. Zweimal. Dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal, achtmal, neunmal, zehnmal, elfmal, zwölfmal, 13 Mal, 14 Mal, 15 Mal, 16 Mal, 17 Schuss. Ja, 17 Schuss mit 4 Medium Pulse Lasern und der Kollege ist hinüber. Das war allerdings tatsächlich gerade die Variante aus
Ich bin in der Bewegung, ich bin ganz weit weg, stehe nicht so dicht vorher und schieße irgendwie mit etwas wackeliger Maus. So wäre es gewesen. 17, behalte die Zahl mal im Hinterkopf. Wir sehen uns jetzt nämlich wieder an genau derselben Stelle mit dem gesaugesägten Gebner und der steht wieder da. Das ist jetzt Zauberei. Da ist er wieder. Er ist wieder auferstanden. Der Gegner. Ihr erinnert euch? 17 Schüsse. Ihr habt die Zahl noch im Hinterkopf, oder? Da ist er wieder. Unser Jägermech. Naja gut, ich habe die Testing Grounds neu gestartet, bin hier wieder hergewatschelt. Ich weiß auch nicht, ob ich genau die gleiche Position gefunden habe oder nicht doch ein klein bisschen anders. Ist aber nicht so wichtig. 17 Schüsse. Wir versuchen mal, ob wir es mit weniger Schüssen hinkriegen. Es wird nicht der letzte Versuch bleiben, sage ich euch mal. Ja. Also Feuer frei, wieder nur mit der linken Maustaste, also mit 4 Medium-Puls-Lasern. 1. 2. 3. 4. Ja? Habt ihr mitgezählt? Sprüht zurück, wenn ihr es mir nicht glaubt. Ich habe 4-mal geschossen und er ist umgefallen. Warum? Kommen wir gleich zu. Ich will nämlich nochmal die Testing Counts starten. Wir machen das Ganze nochmal mit dem gleichen Kollegen. Und da ist er wieder, der Jägermech JM6DD. Diesmal stehen wir, ihr werdet es nicht glauben, wir stehen hinter ihm. Ja. Erster Versuch, 17 Mal mit 4 Medium-Puls-Lasern gefeuert, bis er umgefallen ist. Zweiter Versuch, 4 Mal mit Medium-Puls-Lasern gefeuert, bis er umgefallen ist. Ich gucke mal, ob wir es getoppt kriegen. Ich schieße wieder nur mit der 1, also nur mit 4 Medium-Puls-Lasern. Einmal. Zweimal. Target destroyed. Dreimal. Dreimal geschossen, er ist umgefallen. Spult zurück, wenn ihr es mir nicht glaubt. Spult an den Anfang. Schaut euch die 17 Mal an, schaut euch die 4 Mal an, schaut euch die 3 Mal an. Ich komme jetzt nochmal. Nochmal den gleichen Kollegen. Ich werde euch die Sache jetzt ein bisschen im Detail erklären, worauf es ankommt. Was wichtig ist, gehe dann auch nochmal auf den Anfang ein. Und zeige dann, wie man versuchen kann, das zu vermeiden bei einem selber. Ja, also ich mache mich jetzt nochmal raus aus den Testing Grounds wieder rein und komme hier nochmal her. So, gleich bin ich wieder da. Ich habe mir auch den am weitesten entfernten Mech in ganz River City, glaube ich, gesucht hier. Aber wenn ich mit dem angefangen habe, dann muss ich den halt auch weiternehmen. Macht sonst, glaube ich, wenig Sinn. Aber okay, zumindest ist es auch ein Kollege, der nicht nach einem Schuss schon umfällt. Da sind wir wieder, ja. River City, ganz am anderen, startet irgendwie fast ganz am anderen Ende der Map. Und ich möchte euch jetzt das erklären mit den 17, mit den 4 und mit den 3. Ja, manche von euch werden sich es vielleicht schon denken können, aber für alle anderen, oder für alle, die zuschauen, einfach nochmal die genaue Erklärung. Warum habe ich am Anfang 17 Schuss gebraucht mit 4 Medium-Puls-Lasern? Beim zweiten Mal habe ich es mit 4 Schuss mit 4 Medium-Puls-Lasern geschafft und beim dritten Mal mit 3 Schuss mit 3 Medium-Puls-Lasern. Und die Erklärung ist relativ einfach und unglaublich wichtig. Ja, das ist unglaublich wichtig, dass ihr das berücksichtigt, bedenkt, beachtet und wirklich auch im Spiel versucht umzusetzen. Und zwar geht es darum, dass ein Mech verschiedene Bestandteile hat. Das seht ihr rechts oben, da ist ja die Darstellung des gegnerischen Mechs. Links unten ist die Darstellung eures eigenen Mechs. Einmal von vorne, Front, und einmal von hinten, Rear. Ja? Front heißt von vorne, Luxch, und Rear heißt von hinten, rechts und links. So. Beachtet bitte, dass rechts und links bei gegnerischen Mechs schon umgedreht ist. Das heißt, so wie ihr, wenn ihr den frontal gegenübersteht, ist da rechts und da links auf der Anzeige. Also auch wenn das natürlich die linke Seite ist, von uns aus gesehen, für den Mech ist es die rechte. Ja? Deswegen steht da oben ein R und da also steht ja neben den Füßen, da steht ein R und da steht ein L. Und das heißt, wenn ihr auf die rechte Seite schießt, dann schießt ihr auf diese Seite. Die linke Seite wäre diese Seite, auch wenn das für uns eigentlich rechts ist.
Egal. So, der Mech hat verschiedene Bestandteile. Wenn ihr schon mal im Mech-Lab ein bisschen rumprobiert habt, dann wisst ihr das. Dass es verschiedene Bestandteile gibt, die kann man einzeln ausrüsten, einzeln mit Panzerung versorgen oder auch nicht. Da kann man mehr oder weniger viele Sachen reinmachen. Und zwar hat nun Mech verschiedene Teile. Er hat einen Kopfbereich, wobei ich ehrlich gesagt überhaupt nicht weiß, wo beim Jägermech tatsächlich der Kopfbereich ist. Das ist dieser oben in der Mitte, das Kopf halt. Ja, Symbol auf dieser Schema-Darstellung ist ja immer gleich, egal wie der Mech wirklich aussieht. Der Kopfbereich ist sehr, sehr, sehr klein. Das heißt, versuchen, explizit den Kopf zu treffen, ist sehr schwierig, weil man genau wissen muss, wo der ist, und der ist nicht da oben. Ja, also wenn ich jetzt da oben hinschießen würde, würde ich nicht den Kopf treffen. Ich mache das mal. Ich schieße nur mit einem Medium-Puls-Laser diesmal. Und auch nur ganz bisschen. Ihr seht das, ich habe den genau da oben getroffen und habe im Center-Torso, das ist der größere Bereich in der Mitte, der jetzt gelb umrandet ist, Schaden gemacht. Ich weiß nicht, wo der Kopf bei dem sitzt. Bei ganz wenigen Mechs weiß ich es, aber bei dem weiß ich es tatsächlich nicht. Also Kopftreffen. Wenn der Kopf zerstört ist, ist ein Mech tot. Das ist allerdings äußerst selten, weil eben der eine unglaublich kleine Trefferfläche hat. Deswegen versucht gar nicht, darauf zu gehen. Kopf ist auch meistens relativ schlecht gepanzert. Also wenn man da mal zufällig wirklich heftig getroffen wird, dann geht man halt drauf, aber das ist eher selten. Dann hat der Mech den Center Torso. Das ist quasi das, was alles andere zusammenhält. Das ist das, was oben jetzt auch schon gelb umrandet ist, weil ich schon einmal geschossen habe. Der hat also schon ein bisschen Schaden genommen. Dann hat er Seitentorsos. Der Seitentorso bei dem Jägermech ist ungefähr hier. Ja, das ist der Bereich. Also das gehört schon, wir können uns den mal kurz von der Seite angucken, diese Platte hier, das ist schon Seitentorso. Ja, beziehungsweise hier drüben der andere Seitentorso. Und dann hat er Arme. Die Arme beim Jägermech ist das hier. Ja. Das, wo diese ganzen Waffen dran hängen, sind die Arme. Und dann hat er natürlich noch zwei Beine. Wir gucken mal kurz. Bei unserem. Huch. Ja. Ich mag diese externe Kamera, die lässt sich so schlecht steuern. So, das ist unser. Da seht ihr es schon, mein Kopf sitzt irgendwie ein bisschen schräg zur Seite, der ist bei dem Thunderbolt nicht mittig. Und ich habe natürlich mehr Arme als der Gegner, also ich habe tatsächlich richtige Arme, könnte man so sagen, sogar mit Klauen, ich kann die nur nicht öffnen und schließen. Meine ganzen Waffen sitzen aber in meinen beiden Seitentorsos. Das heißt, da wo ihr jetzt diese auf jeder Seite vier Laser seht, das ist Seitentorso und das in der Mitte ist Center-Torso. Schupp, wir gehen mal wieder zurück. Ja, das zum Verständnis. Das heißt, der Torso ist immer in der Mitte, aber was jetzt genau Seitentorso ist und was Arm ist, ist manchmal so ein bisschen schwer zu erkennen. Nicht ganz so einfach, aber grundsätzlich wichtig. Und es gibt halt noch die Beine, die sind logisch Beine, ja, sind da unten. Und wenn ihr schon mal mit einem Mech rumgespielt habt, mit der Ausrüstung und mit der Panzerung, dann wisst ihr, dass ihr für alles unterschiedliche Panzerungen einstellen könnt. Also für den Kopf, für den Torso, Seiten, die beiden Schultern, und zwar Torso und Schultern vorne und hinten. Deswegen hat der auch rechts oben bzw. links unten hier selber eine Anzeige von hinten, wo aber nur der Torso und die beiden der Body und die beiden Seitentorsos so rum angezeigt werden, weil Beine, Arme und Kopf haben keine extra Vorne-Hinten-Panzerung. Die teilen sich quasi vorne und hinten, haben die gleiche Panzerung. Also haben eine Panzerung. Ja, so. Und jetzt, und das ist ganz wichtig zu wissen, ihr erledigt einen Mech, je schneller ihr bestimmte Sachen zerstört. Das heißt, ein Mech stirbt dann, wenn der Kopf zerschossen ist, wenn der Torso zerschossen ist, wenn er beide Beine verloren hat, dann stirbt ein Mech, und dann gibt es bestimmte Mechs, und das kommt auf die Engine an, die zum Beispiel, die sterben, wenn sie einen Seitentorso verlieren. Dieser Jägermech ist so einer, der hat eine XL-Engine drin, also ist ein Inner-Sphere-Mech, kein Clan-Mech, der hat eine XL-Engine drin, und der stirbt, sobald ein Seitentorso zerstört wurde. Jeder Inner-Sphere-Mech mit einer XL-Engine stirbt, geht drauf, sobald ein Seitentorso zerstört wird.
Jetzt gucken wir uns das Anfangsvideo nochmal an. Fällt euch was auf, was ich versuche? Es klappt nicht immer 100%, aber was ich versuche? Ich versuche, den Seitentorso zu zerstören. Warum? Weil Seitentorso meistens ein relativ gutes Ziel ist. Der ist bei weitem nicht so stark gepanzert wie der Center, ja, also wie der Buddy. Und am Seitentorso hängt der Arm. Das kann ich euch hier jetzt nicht zeigen. Also das, von dem Schema ist es klar, ich kann euch hier die Auswirkung nicht zeigen, weil wenn ich den Seitentorso zerstöre, kippt der ganze Mech um. Aber wenn ich, wenn das jetzt keine XL Engine wäre und ich würde den Seitentorso zerstören, dann hängt der Arm nicht in der Luft, sondern der fällt ab. Das ist euch bestimmt schon mal aufgefallen, vielleicht auch bei euch selber. Zerstört ein Seitentorso und da hängt ein Arm dran, dann ist der Arm mit weg. Ist ja logisch, der kann ja nicht in der Luft hängen bleiben. Das ist besonders cool bei allen Waffen, die oder Mechs, die halt Waffen in den Armen haben. Deswegen haben Waffen in den Armen mitunter einen gewissen Nachteil, weil Seitentorso weg, Waffen weg. Waffen im Arm weg, in dem entsprechenden Arm. Und, das ist so ein Tipp von mir, wenn ihr auf den Seitentorso schießt und vielleicht auch den Arm trefft, ja, oh, das wird ein bisschen dauern, bis ich den Arm weggeschossen habe, zumindest wenn ich nur mit einem schieße, dann heißt das, ich schieße mal hier noch ein bisschen, ja, der ist schon, Panzerung ist schon weg, jetzt geht es an die interne Struktur, also jedes Teil hat eine Panzerung außenrum und dann eine interne Struktur und ihr seht jetzt schon, der qualmt schon, das heißt, jetzt ist intern schon Schaden da. Und achtet mal darauf, oh, rechts oben habt ihr ja neben dem Mech die Waffen, die der hat, aufgelistet. Gucken, wann wir den Arm zerstört haben. Donk, da haben wir ihn zerstört. Und ihr seht das jetzt schon. Eine AC5 und eine Ultra, eine AC2 und eine Ultra AC5 sind rot. Das heißt, die sind nicht mehr da. Die sind zerstört. Das heißt, wenn ihr einen Arm oder einen Seitentorso abschießt, lieber den Seitentorso, fällt der Arm mit ab. Ihr müsst nicht erst den Arm abschießen und dann den Seitentorso. Ist auch alles, was im Arm an Waffen ist und was im Seitentorso an Waffen ist, weg. Erledigt. Und ein Gegner, der einen guten Teil seiner Waffen verloren hat, ja, ist gleich ein viel ungefährlicherer Gegner. So. Jetzt stellt ihr euch vielleicht die Frage, warum habe ich am Anfang 17 Schuss gebraucht? 17 Mal mit 4 Medium-Puls-Lasern. Und hab's danach mit 4 geschafft und danach sogar mit 3. Und die Erklärung ist relativ einfach, weil ich am Anfang meine Schüsse, ich zeig das mal, über den ganzen Mech verteilt habe. Das ist so, man ist irgendwo mitten im Gefecht, rennt noch, schießt aus dem Laufen und zieht so quer einmal über den gegnerischen Mech irgendwie rüber. Ist besser als gar keinen Schaden machen, ganz klar. Ist besser als in der Gegend rumschießen. Oder gar nicht schießen. Ja, logisch. Lieber irgendwie irgendwo draufhalten und treffen, besser als gar keinen Schaden machen. Ihr seht ja auch rechts oben immer aufblinken, wo ihr trefft. Ja, also wenn ich jetzt hier so mache, dann seht ihr, was da blinkt und wo ich Schaden gemacht habe. Aber ich habe insgesamt, mache zwar mit jedem Schuss 5 Schaden bei dem Mech, aber 5 Schaden und die verteilen sich auf die unterschiedlichen Teile. Und es ist viel effizienter und geht viel schneller, einen Gegner zu erledigen, wenn ihr den Schaden auf eine Stelle fokussiert. Und wie gesagt, meine Empfehlung, Seitentorso. Und zwar immer den gleichen Seitentorso. Schießt immer auf die gleiche Stelle bei dem Mech. Wenn es nicht der Seitentorso ist, dann ist es was anderes. Schießt immer auf die gleiche Stelle. Und wir gucken uns das Anfangsvideo nochmal an. Ich habe es da versucht zu machen. Und wenn es klappt, dann macht ihr eben bei dem Mech zwar nicht super, super viel Schaden. Also es geht nicht darum, möglichst viel Schaden bei einem gegnerischen Mech zu machen, sondern es geht darum, den möglichst schnell auseinanderzunehmen. Und da sind die Seitentorsos eine sehr lohnenswerte Beute oder ein sehr lohnenswertes Ziel, weil eben der Mech unter Umständen gleich umkippt, wenn es ein Inner Sphere Mech mit XL Engine ist, also mit einer besonderen Engine, dann kippt der sofort um. Oder ihr zumindest eine sehr große Chance habt, dass ein Teil der Waffen
drauf geht, weil der Arm ist weg, der Seitentorso ist weg. Und auch alles, was sonst im Arm und Seitentorso drin ist, ist weg. Also sei es Munition, sei es Heatsinks, keine Ahnung, alles weg. Hat der Mech nicht mehr. Das heißt, an der Stelle sozusagen reduziert ihr die Kampffähigkeit des Gegners. Idealerweise, vielleicht bringt ihr ihn sogar um damit, je nachdem. Ja? Und das macht ihr eben, indem ihr beim Schießen euer Fadenkreuz auf den Gegner haltet. Und zwar ruhig haltet. Nach Möglichkeit eben immer auf die gleiche Stelle. Jetzt sagst du, ja, aber mach das mal, wenn ein leichter Mech um dich rumrennt. Das habt ihr bestimmt schon gesehen, vielleicht auch schon selber erlebt. Da rennt ein leichter Mech, der ist schnell. Ah, dein Fuß kommt man hinterher und dann versucht man. Ist tatsächlich so, man versucht es. Ja? Je besser man ist, umso besser schafft man es. Und ich meine, da ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Ich auch nicht. Manchmal ist es echt unglaublich, wie lange ein leichter Mech überlebt. Selbst wenn da zwei, drei Gegner rumstehen, weil die es einfach nicht schaffen, den Schaden wirklich auf eine Stelle zu fokussieren. Bei leichten Mechs im Übrigen Beine. Wenn immer es geht, alles auf die Beine prügeln. Warum? Jeder Mech kippt um, wenn er beide Beine verloren hat. Ich schieße hier mal noch lustig weiter. Ah, dann ist das Bein weg. Immer noch nicht. Mann! Kann doch nicht so lange dauern hier. Okay, ich schieße ja gerade nur mit einem Medium-Puls-Laser. Aber jetzt, oder? So, Bein weg. Ja, das Bein steht jetzt noch da. Also das Bein ist nicht abgefallen. Der kippt jetzt auch nicht um. Aber jeder Mech, der ein Bein verloren hat, ist langsam. Und zwar entweder Hälfte seiner Geschwindigkeit. Also der hier ist, ich glaube, 69, also sagen wir mal 70 schnell. Das heißt, der wäre mit einem Bein nur, wäre ich 35 schnell. Oder maximal 50. Das heißt, ein Leitmech, der vorher 140 schnell war, der ist nicht 70 schnell, der ist nur 50 schnell. Und das ist für einen Leit eine echt gemütliche Geschwindigkeit. Das heißt, der rennt dir nicht mehr weg. Den kriegst du eingeholt und den kriegst du auch locker dann zerlegt. Nimmst einfach das andere Bein und schießt da drauf. Ja, bei Leitmechs sind Beine das lohnenswerteste Ziel. Ja, ist grundsätzlich so. Bei allen anderen würde ich Seitentorso sagen. Ja. Bei Leitmechs Beine. Und dann wirklich den gesamten Schaden über die gesamte Zeit. Laser machen ja Schaden über eine gewisse Zeit. Auf diese eine Stelle fokussieren. Ja. Sinnvoll. Bei Raketen ist es ein bisschen schwierig, weil da könnt ihr nicht, bei Langstreckenraketen könnt ihr nicht die Stelle bestimmen. Die schlagen einfach auf dem ganzen Mech ein oder relativ zufällig ein. Bei Kurzstreckenraketen, je nachdem, wo ihr hinzielt, schlagen die halt da ein oder wenn der sich bewegt, halt auch nicht. Ja? Aber alles, was Laser ist, was PPCs ist, okay, PPCs sind ja sowieso Instant-Schaden auf einer Stelle, aber auch so klaren Autokanonen, die halt mehr, also wo eine Salve sozusagen aus 4-5 Schuss besteht, versucht das auf eine Stelle zu fokussieren. Je mehr Schaden ihr an einer Stelle macht, umso schneller habt ihr den Mech an der Stelle oder die Stelle weg und nehmt dann nicht den Center Torso, weil der ist von vorne immer am besten gepanzert. Immer. Ja, das heißt, Schultern, also Seitentorsos, viel, viel besser, weil die viel weniger Panzerung haben als der Center-Torso. Ja. Dann hatten wir ja noch die Variante mit Dreischuss. Dreischuss ist von hinten. Das habe ich euch ja gesagt, oder das wisst ihr vielleicht auch, hinten sind Mechs bei weitem nicht so doll gepanzert. Also da würde ich den Center-Torso viel schneller aufkriegen. Guckt mal, jetzt ist der hinten schon offen. Zwei Schuss mit einem Medium-Pulse-Laser. Und der hat hinten keinen Center-Torso mehr. Jetzt hat er nur noch, also keine Panzerung mehr am Center-Torso. Jetzt hat er nur noch interne Struktur. Da hat er allerdings im Center auch ein bisschen. Ja, da würde ich euch auch den Seitentorso empfehlen, weil der auch am wenigsten hat. Oder Center-Torso oder, naja, relativ egal. Also, was heißt egal nicht? Wichtig ist, an einer Stelle. Nicht über den gesamten Mech verteilen, wenn irgendwas geht.
Ja, nochmal das Anfangsvideo versucht, euren Schaden auf eine Stelle zu setzen. Und zwar wirklich nur auf diese Stelle zu setzen. So viel Schaden auf dieser Stelle wie möglich. Auch wenn ihr das nächste Mal feuert, nehmt wieder dieselbe Stelle. Ja, schießt nicht mal rechts, mal links, wenn es geht. Das geht nicht immer. In der Hitze des Gefechts geht es manchmal nicht. Sondern dann muss man halt darauf schießen, was man gerade sieht und was man gerade treffen kann. Aber wenn es geht, schießt auf eine Stelle. Und deswegen ist auch das Fokussieren, das Aufschalten des Gegners so wichtig. Man sieht so oft im Spiel Leute, die kein R drücken, aber einen Gegner da vor sich haben und kein R drücken. R fokussiert den nächsten Gegner. Also wenn ich jetzt keinen habe, entweder ich bleibe hier drauf, dann macht er das irgendwann, oder ich drücke halt R, dann fokussiert er den Gegner. Dann dauert es ein bisschen, bis die Anzeige oben rechts erscheint. Aber wenn ich sowas jetzt sehe, ja, also ich komme jetzt von hier, mal als Beispiel, jetzt ist die Anzeige weg. Die ist aber gleich wieder da, weil ich hatte den ja schon. So, ja. Schups, da ist sie und ich sehe sowas. Dann weiß ich, okay, vorne ein Seitentorso, ein Bein hat er verloren. Hinten ist er offen. Das heißt, ich werde alles tun, um hinter den zu kommen und den jetzt im Center-Torso zu schießen. Oder habe ich sogar einen Seitentorso mitgetroffen. Ja. Der hat noch ein bisschen Struktur. Der fällt nicht beim ersten Schuss gleich um. Aber ich mache deutlich mehr Schaden von hinten. Beziehungsweise, das stimmt nicht. Ich mache nicht mehr Schaden von hinten. Aber ich füge ihm sozusagen mehr Probleme zu und er fällt schneller um von hinten. Deswegen stellen sich Lightmechs, unter anderem deswegen stellen sich Lightmechs auch gern hinter die Heavies und Assaults und schießen von hinten. Erstmal können die Assaults und Heavies nicht nach hinten schießen. Also das kann keiner, außer der Urban Mech, der kann sich um 360 Grad drehen. Aber hinten ist vor allem auch weniger Panzerung. Das heißt, mit ihren weniger Waffen und nicht so durchschlagskräftigen Waffen haben die eine Chance, so ein Heavy und eine Sword von hinten tatsächlich aufzumachen und dem richtig Schaden zuzufügen, bis hin zu denen zu killen. Ja? Dauert meistens ein paar Schuss, aber ist möglich. So. Das heißt, wirklich auf eine Stelle schießen. Wenn irgend möglich, sucht euch immer die Stelle raus, die schon am meisten Schaden hat. Also wenn der hinten offen ist, von hinten kommen und auf den schießen. Wenn ihr seht, dass der einen... wartet, ich gehe mal hier hin. Wir müssen die mal kurz noch ein bisschen weiter zurichten. Ja. Oh, ich wollte gar nicht auf den Arm schießen. Ich wollte auf den Center-Torso, auf den Seitentorso schießen da. Wenn ihr seht, dass dieser Seitentorso, in dem Fall ist es jetzt der Arm auch, aber dass dieser Seitentorso schon keine Panzerung mehr hat, dann würde ich alles versuchen, auf diesen Seitentorso zu schießen, weil sobald ich den zerstört habe, in dem Fall fällt der ganze Mech um, aber auf jeden Fall würde der Arm mit seinen Waffen abfallen. Und stellt euch mal vor, der Typ hätte nur noch da die beiden Laser. Mehr hätte er nicht mehr. Wäre ganz schön blöde für den. Der hat dann seine Hauptbewaffnung schon verloren, nämlich die Ultra-AC-5s und die AC-2s. Ja. Das heißt, ein Gegner, der so keine Waffen mehr hat oder seine Hauptwaffen verloren hat, ist einfach keine große Gefahr mehr. Oder also deutlich weniger, logischerweise. Weil er kann deutlich weniger Schaden machen. Ja. Das geht bis dahin, dass es Mechs gibt, die haben alle Waffen verloren. Da ist dann diese Liste da oben komplett rot. Die Mechs könnt ihr dann einfach auch erstmal ignorieren. Also, wenn gerade andere Gegner in der Nähe sind, ignoriert die und kämpft mit den anderen. Wenn natürlich kein anderer da ist, schießt die bitte trotzdem immer einen Haufen, weil sie immer euch noch aufschalten können und den Gegnern damit sagen, hier ist das Ziel. Und LRMs könnten dann euch immer noch treffen, wenn die euch aufgeschaltet haben. Ja? Aber im Zweifelsfall könnt ihr die dann erstmal kurz in der Gegend stehen lassen und den anderen Gegner daneben nehmen. Hier ist jetzt keiner, aber der noch Waffen hat. Und dann müsst ihr den nicht gleich erledigen. Kann man dann später machen. Ja. Okay, manche Leute sagen natürlich, ich will unbedingt den Killer haben und dann feuern sie da noch weiter. Ja, na gut. So, das heißt, auf eine Stelle fokussieren. Ich habe es wahrscheinlich schon 25.000 Mal in diesem Video gesagt und ich werde es nochmal sagen, fokussiert eure euren Schaden auf eine Stelle. Je mehr Schaden ihr auf eine Stelle macht, umso eher habt ihr diese Stelle zerstört, umso mehr behindert das euren Gegner, weil er Waffen verliert, Heatsinks verliert,
unter Umständen sogar komplett drauf geht. Und bei Light Mesh die Beine das Mittel eurer Wahl. Ja? So, jetzt gucken wir uns nochmal das Video an. Der Gegner schießt ja zurück. Ja? Also das vom Anfang. Der Gegner schießt ja zurück. Was mache ich? Ja, ich wackel wild mit meinem Torso rum. Habt ihr gesehen? Ja, also wildes Rumwackeln mit dem Torso. Warum? Zucken in der Hand, keine Ahnung was. Nein, ich mache das mit voller Absicht. Warum? Der Gegner versucht, zumindest gehe ich mal davon aus, gerade auf so einer Entfernung, versucht bei mir genau das, was ich hier euch gerade erklärt habe, nämlich, ich sage es schon wieder, Schaden auf einer Stelle zu machen. Das versucht der Gegner. Und das möchte ich natürlich vermeiden bei mir. Ich möchte es bei dem Gegner machen, deswegen ist ein Gegner, der so stehen bleibt, frontal, sehr, sagen wir mal, nett mir gegenüber. Ich möchte aber nicht, dass der bei mir Schaden auf einer Stelle macht, sondern ich möchte, dass der Schaden sich möglichst über meinen gesamten, also nehmen wir mal an, der zieht jetzt auf meinen Oberkörper, dass der Schaden sich über meinen gesamten Oberkörper verteilt. Das heißt, ich gehe hin und wackle mit dem Oberkörper. Das kann man machen bei Lasern, das kann man machen bei Ultra-ACs, bei, gerade bei den Clans, das kann man auch bei Raketen machen. Und das Ganze hat sogar einen Namen. Nicht wundern, ist Englisch, logischerweise, wie so gut wie alles in dem Spiel Englisch ist. Das heißt Torso-Twist. Ja, also wenn ihr mal irgendwas von Torso-Twisten hört, dann ist dieses Wackeln damit gemeint, wenn man unter Beschuss steht. Warum? Weil es sorgt dafür, dass der Schaden, den der Gegner macht, nicht an einer Stelle passiert, sondern sich über euren gesamten Oberkörper zum Beispiel verteilt. Ja, also mal trifft er den Arm, dann trifft er die Schulter, dann trifft er den Torso. Je nachdem, wie ich mich weiterdrehe, trifft er die andere Schulter und den anderen Arm. Ja, so, und da kann ich hin und her wackeln. In dem Moment, wo ich wackle, kann ich natürlich nicht schießen. Das mache ich dann halt, wenn der Gegner geschossen hat, dann bin ich dran mit Schießen. Dieses Torso-Twisten verteilt Schaden auf eurer gesamten Trefferfläche. Jetzt denkt man, ist das gut? Ja, ist es. Erinnert ihr euch an den ersten Versuch, den Kollegen da zu töten? 17 Mal habe ich mit 4 Medium-Puls-Lasern geschossen und den Schaden hier über den ganzen Mech verteilt, bis der draufgegangen ist. 17 Mal im Vergleich zu 4 Mal, wenn ich nur auf den Seitentorso geschossen habe. Ja, das heißt, indem ihr Torso twistet, also rumwackelt tatsächlich, es ist ein Rumwackeln. Ja. Ich hoffe, jetzt wird hier keinem seekrank, wenn ich so rumwackle. In dem Maße, wie ich rumwackle und Schaden sich über meine gesamte Fläche verteilt, gelangt weniger Schaden auf einen Punkt. Das heißt, ich nehme weniger Schaden an meinen Seitentorsos zum Beispiel und es dauert länger, bis er mir wirklich was abschießt und bis ich deswegen wirklich Waffen verliere, andere Sachen verliere oder draufgehe. Das heißt, dieses Torso-Twisten ist was, bei guten Spielern werdet ihr das sehen, auch wenn ihr die dann vielleicht selber in einem Match gestorben seid und dann beim anderen Spieler sozusagen zuschaut, werdet ihr das sehen, dass der, wenn auf den geschossen wird, der entweder hier rumwackelt oder der auch einfach zur Seite nur geht, ja, also auf einen so auf so macht, dem den Arm zuwendet. Warum? Wir gucken nochmal raus. Warte, jetzt muss ich wieder mit dieser Kamera hier klarkommen. Da, wo bin ich denn? Da bin ich. So, wir stellen uns mal hier quasi zu dem Jägermech und jetzt seht ihr, könnt ihr mal hinschauen, was sieht denn der von mir? Der sieht meine Beine, okay, und der sieht meinen Arm. Genau genommen hätte der auch noch eine Chance, meine Schulter zu treffen. Aber mein Torso kann er eigentlich... Boah, wir hatten da diesen Baum hingestellt. Mein Torso kann er eigentlich kaum treffen. Kann er vermutlich schon, weil ich glaube, hier unter meinem Arm da, das ist Torso. Ja, ich kann es jetzt nicht ausprobieren, aber hauptsächlich wird er Schulter und Arm treffen. Und vielleicht noch Beine. Das heißt, indem ich sozusagen meinen Körper aus der Schusslinie oder aus dem Schussfeld drehe, kann er zwar Schaden an meinem Arm machen, eventuell auch viel Schaden an meinem Arm machen, aber zum Beispiel in dem Bild, was ich jetzt habe,
habe ich meine Waffen ja in den beiden Seitentorsos und nicht im Arm. Das heißt, wenn ich einen Arm verliere, ja, okay, dann ist ein Heatsink weg. Ist nicht schön, aber ist besser, als wenn er mir den Torso aufschießt. Ja, lieber meinen Arm verlieren, den kann ich immer in Zweifelsfall verschmerzen. Mein Torso kann ich nicht verschmerzen, dann bin ich nämlich erledigt. Ja, das heißt, zur Seite drehen, Torso twisten oder auch rumwackeln, das geht auch, wenn LRMs angeflogen kommen, rumwackeln, dass die sich möglichst über den gesamten Körper verteilen und nicht viel Schaden an einer Stelle machen. Ich will nochmal dran erinnern, 17 Mal, wenn ich das über den gesamten Mech verteile, versus 4 Mal, wenn ich es wirklich auf eine Stelle fokussiere, in dem Fall den Seitentorso. Das klappt nicht bei jedem Mech, weil nicht jeder Mech stirbt halt mit Seitentorso drauf. Ja? Also, ich mache möglichst viel Schaden. Nein, es stimmt nicht. Ich mache nicht möglichst viel Schaden. Ich glaube, das ist halt die falsche Aussage, sondern ich kriege den Gegner möglichst schnell klein. Wenn ich meinen Schaden fokussiere auf einen Punkt, von vorne würde ich euch den Seitentorso empfehlen. Von hinten eigentlich auch, wenn ihr es von hinten hinkriegt, bei Light die Beine. Und damit der Gegner das nicht bei euch macht, musst, wenn auf euch geschossen wird, halt er den Torso in Bewegung. Während ihr natürlich auf den Gegner schießt, könnt ihr das nicht machen. Ja? Aber wenn ihr nicht auf den Gegner schießt, ruhig wegdrehen. Ruhig auch schon prophylaktisch wegdrehen. Also schießen, wegdrehen. Ja, nicht schießen, warten, schießt er jetzt zurück, buff, wäre ich getroffen. Sondern schießen, wegdrehen. Ja, und ihm den Arm zu wenden und dann habt ihr schon weniger Schaden am Körper bekommen. Macht das natürlich nicht mit den Arm zu wenden, wenn in dem Arm zum Beispiel da in eurem rechten Arm eure ganzen Waffen stecken. Dann solltet ihr das nicht tun, weil wenn ihr euch dann euren Arm mit euren Waffen abschießt, naja, das ist kontraproduktiv für euch zumindest. Ja. Und wichtig ist, Gegner aufschalten und ruhig auch diesen kurzen Moment warten, je nachdem wie lange das dauert, bis nehmen wir mal weg, so, wo ich auch diesen kurzen Moment warten, bis die Anzeige erscheint und dann gucken, wo ist der denn schon mitgenommen, bevor ihr losschießt. Weil jetzt, wenn ich jetzt hier hingehen würde und hier raufschießen würde, das wäre nicht das Beste. Genauso, wenn ich da unten aufs Bein schießen würde, wäre nicht das Optimale. Okay, jetzt ist er mittlerweile in beiden Seitentorsos weg. Aber ich habe zweimal geschossen. Sinnvoller ist es, den Seitentorso zu nehmen, der schon mitgenommen ist. Oder gleich von hinten zu kommen. Ja. Spart einfach Schuss. Und ich nehme jetzt mal die anderen vier Laser und knall den da weg. So, wump. Ja. Das nochmal zum Verständnis. Und das ist super wichtig. Ich zeige euch jetzt noch einen anderen Mech hier auch auf der Map, wo ich das mit den Armen euch nochmal zeige, dass die, wenn die abfallen, dass die auch die Waffen verlieren. Ich muss nur kurz neu laden. Bevor ich nochmal neu lade, bin ich nochmal kurz ins Mech-Lab und möchte euch hier das nochmal zeigen. Also ihr habt hier tatsächlich die verschiedenen Bereiche oder ja, Bereiche eures Mechs. Ihr habt den rechten Arm, den rechten Seitentorso, den Kopf, Center Torso, das rechte Bein, linke Bein, linker Seitentorso und linker Arm. Und ihr seht das bei mir, alle Waffen sind im Left Torso, also linken Seitentorso und im Right Torso, im rechten Seitentorso. Im Center Torso ist nur die Engine drin und ich habe hier eine Standard Engine drin. Und in den Armen sind, okay, zwei Heatsinks. Ja. Wäre nicht so gut, die Heatsinks braucht man schon, damit man viel feuern kann, aber ich verliere lieber einen Arm, als dass ich, sagen wir mal, mein Center Torso verliere. Und ihr seht das auch hier. Ich habe die beiden Torsos, den Center, also Left und Right Torso sowie Center Torso und Beine und Kopf maximal mit Armor, also mit Panzerung ausgestattet. Mehr geht nicht bei denen. Man hat hinten immer viel weniger. Der hat hinten 16, vorne 81. Die linken Torsos haben hinten 14, vorne 56. Deswegen versteht ihr vielleicht, warum linker Torso, rechter Torso genauso, immer noch einfacher abzuschießen ist als der Center Torso. Und die Beine haben 70,
Das ist jetzt auch relativ viel. Das ist insgesamt genauso viel wie der linke Torso, nur dass die sich nicht vorne und hinten teilen. Die Arme haben dafür allerdings nur 30 Panzerung. Das heißt, die habe ich tatsächlich bei weitem nicht so doll gepanzert. Da wären noch 14 Panzerungen mehr möglich, also maximal 44. Der hat aber nur 30. Ich kann allerdings nicht mehr machen, weil ich mit meiner Tonnage am Anschlag bin. Ja, wenn ich jetzt noch 0,2 hätte, dann würde ich die noch voll machen. Klar, würde ich die Panzerung mitnehmen. Aber im Zweifelsfall kann ich eben auf die Arme schneller verzichten als auf irgendwas anderes. Ja, das andere brauche ich. Okay, ein Bein wäre auch blöd, weil dann bin ich wirklich eine lahme Ente. Eine ganz lahme Ente. So, jetzt nochmal Testing Ground. Ja, da möchte ich euch das nochmal zeigen mit den Armen, beziehungsweise auch, dass dann die Waffen weg sind. Ja, oder dass die Arme abfallen. Ich glaube, bei dem Mech, den ich da im Blick habe, sieht man das. In Gedanken habe, der ist auch zum Glück nicht so ganz weit weg. Das heißt, ich muss nicht da auf ein ganz andere Ende gehen. Wenn ihr das beherzigt, unter anderem das beherzigt, es gibt noch viel mehr, aber das ist einer der ganz hilfreichen Tricks oder Tipps. Wenn ihr das beherzigt, werdet ihr merken, dass ihr Gegner viel schneller klein kriegt. Und je schneller ein Gegner weg ist, umso weniger Schaden kann der bei euch und euren Teamkameraden machen. So, wir springen jetzt hier mal runter. Platsch. Wenn ihr von zu hoch runterspringt, im Übrigen nehmt ihr Schaden. Guck mal, hier ist ein Mech. So. Ja, das ist jetzt ein ganz kleiner. Schupp. Ja. Der hat 2 Medium Laser und 2 Small Laser. Und wenn man sich das anguckt, hier mal rangeht, beziehungsweise ich mach's mal anders. Ich mach das mal so hier. Oh, diese Kamera. Dann seht ihr das, die Laser sind ganz außen, also in den Armen. Der hat nicht so richtig Arme, aber das sind die Arme, das sind die Laser. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt hingehe und sage, ich nehme hier, wir zoomen mal rein, mit Y könnt ihr reinzoomen, den Seitentorso. Das müsste das hier sein. Ja. Ich hoffe, dass der keine XL-Engine hat, aber ich glaube jetzt nicht. Ja, also ich mache Schaden auf den Seitentorso, ja, bis der abfällt. Das könnte beim nächsten Schuss schon der Fall sein. Da ist er schon abgefallen. Der Mech ist noch nicht zerstört. Der Seitentorso ist weg. Also der hängt noch. Der Arm liegt da unten tatsächlich. Und ihr seht es rechts oben. 2 der 4 Waffen sind weg. Das heißt, der hat jetzt nur noch diese beiden, einen Medium Laser und einen Small Laser. Dasselbe mache ich jetzt mal hier drüben. Dann schieße ich jetzt mit der anderen, dass es nicht ganz so lange dauert. Ja. Jetzt habe ich ihm beide Seitentorsos weggeschossen. Der steht noch. Das heißt, beide Seitentorsos zerstört, heißt noch nicht, dass der Mech umfällt. Das ist bei Clan-Mechs, glaube ich, der Fall. Da bin ich mir jetzt gar nicht hundertprozentig sicher. Also es gibt irgendeine Engine, irgendwas da. Da ist es dann so. Beide Seitentorsos heißt weg. Der hat noch beide Beine. Der hat noch sein Center Torso, der hat noch seinen Kopf, wo immer der ist. Ich weiß nicht, hoch. Dieser Teil da, dieses kleine da, der Kopf ist. Nee, ist es nicht. Ja. Also keine Ahnung, wo genau der Kopf ist. Ich könnte jetzt einfach mal wild ausprobieren, ob ich rausfinde, dann ist auch nicht der Kopf. Also man weiß wirklich nicht. Also Kopf zu treffen ist unglaublich schwer, wenn man nicht weiß, wo der ist. Und selbst dann ist es noch schwer, weil die am Normalfall nicht vor sich vor dich hinstellen und gar nicht bewegen und sagen, ach, schieß ruhig, macht nichts. So, aber der Mech hat nichts mehr. Das heißt, wenn ich jetzt hier einen anderen Gegner in der Nähe hätte, würde ich mich erstmal um den anderen kümmern und gar nicht um den, weil der kann mir nicht mehr gefährlich werden. Zumindest nicht mit Waffen gefährlich werden und ich könnte den einfach erstmal ignorieren. Oder ich versuche ihn noch zu lecken. Und jetzt wäre der nur noch 50 schnell, also 50 kph schnell und damit kann er auch nicht mehr wirklich schnell wegrennen. Ja? Ich kann natürlich auch hingehen und jetzt einfach hier den in der Mitte noch zerschießen, aber wie gesagt, Seitentorso heißt auch, alle damit verbundenen Waffen sind weg und das ist super hilfreich, weil es euch einen echten Vorteil bringt. So, um es nochmal zusammenzufassen, es geht nicht darum,
mehr Schaden zu machen bei einem Gegner. Ja, es sei denn, ihr habt am Ende einen Gegner, der in der Anfangszone des gegnerischen Teams steht, weil er in Disconnected ist und ihr in aller Ruhe könnt ihr den zerlegen, dann könnt ihr tatsächlich wirklich versuchen, so viel wie möglich Schaden an so viel wie möglich Schnellen zu machen, bevor ihr den wirklich killt. Ja, dann kann man das wirklich machen, aber sonst geht es darum, so schnell wie möglich den Gegner kampfunfähig zu machen. Und Seitentorsos sind das Mittel der Wahl aus meiner Sicht. Fokussiert euch auf einen Seitentorso, idealerweise den, wo am Arm oder im Seitentorso die meisten Waffen sind, wenn ihr es wisst. Wenn nicht, nehmt einfach einen von beiden rauf, möglichst auf die gleiche Stelle raufhalten, was das Zeug hält. Bei Lights gerne die Beine, weil dann sind die nicht mehr schnell, dann sind die langsam, wenn die ein Bein verloren haben. Bei zwei Beinen bist du sowieso tot. Und damit euch das nicht passiert, denkt an das wilde Rumwackeln, an das Torso-Twisten. Ja, macht das, damit eben der Gegner nicht oder mit großer Schwierigkeit nur bei euch Schaden macht auf einer Stelle, sondern sich das möglichst verteilt. Und denkt daran, ich habe jetzt keinen Gegner hier, denkt daran, den Gegner aufzuschalten und zu gucken, wo hat denn der schon Schaden gemacht? Wo kann ich mit möglichst wenig Schuss dem Gegner was wegfeuern, was abballern? Das kann ein Bein sein, das kann ein Arm sein, das kann ein Seitentorso sein. Dann konzentriert euer Feuer darauf. Wenn es der Center-Torso ist, der schon offen ist, der schon gelb leuchtet oder rot leuchtet, dann geht natürlich auf den Center-Torso, ganz klar. Dann versucht nicht erst noch das Bein wegzuschießen oder den Seitentorso, dann geht gleich den Center-Torso, aber sonst Seitentorso, Seitentorso, Seitentorso und Torso-Twisten, rumwackeln, sich zur Seite drehen, damit der Gegner möglichst wenig Schaden bei euch an einer Stelle macht. Ich danke euch fürs Zuschauen. Das ist was, was man praktisch üben muss. Man vergisst es. Ich vergesse das auch manchmal. Manchmal, naja, da schießt man halt und es geht halt nicht anders, weil der Gegner rennt da lang. Ja, das ist halt ein Leid, der rennt da rum. Okay, den hätte ich jetzt da hinten sowieso nicht getroffen, ist zu weit weg. Aber, wobei gerade so hätte ich so den getroffen. Der Leid rennt da halt rum. Na, dann muss ich halt versuchen, möglichst viel Schaden irgendwie an dem Leid zu machen und dann lieber Schaden am Leid machen, als gar keinen Schaden machen. Aber wenn es geht, wenn ihr sowas habt wie am Anfang, dann auf eine Stelle halten und auf die feuern. Und wenn ihr merkt, dass der Gegner den Torso wegdreht und ihr auf diese Stelle nicht feuern könnt, wartet vielleicht einen kurzen Moment, bis er den Torso wieder zurückdreht, weil er feuern will. Ja, das lohnt sich mehr, als wild irgendwo anders hin zu feuern und dann 17 Schuss zu brauchen, statt 4. Ja, deswegen vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Ich hoffe, ihr wart nicht zu sehr genervt von meinem Fokussiert euer Feuer auf eine Stelle. Das gilt im Übrigen auch natürlich, wenn ihr als Team zusammenspielt und das zum Teil dann auch angesagt wird, dass der Mech Center Torso offen hat. Na dann auf den Center Torso, dann nicht irgendwo anders hin. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr lernt was und ich hoffe, es hilft euch besser zu werden. Einerseits länger durchzuhalten und andererseits die Gegner schneller zu erledigen. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Ich würde mich freuen über jeden Kommentar und gerne natürlich auch ein Abo da lassen. Das hilft mir, dass mein Kanal wächst. Dann vielen Dank fürs Zuschauen, für das Tutorial. Ich habe noch mehr Tutorials. Schaut da auch gerne mal rein und schaut euch gerne auch meine sonstigen Videos an. Bis zum nächsten Mal.